Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hey Mario. Hey Mario, irgendwas stimmt da nicht. Habe ich dir das eigentlich schon mal erzählt, dass wir als Kinder immer Bibel gespielt haben? Altes Testament. Hör mal, die Maschine, da ist irgend so ein Stottern. Tolle Story, sage ich dir. Die Geschichte, wie sie in Ägypten waren. Nicht permanent, aber manchmal. Eben wieder. Ich war immer Josef, weil ich der Kleinste war. Sie haben sich immer noch alles Mögliche dazu erfunden, um mich zu quälen. Ich meine, wir haben richtig gespielt. Weißt du, richtig. Nicht mit Simulator. Das geht nur schon seit ein paar Tagen so, aber die Instrumente sind alle okay. Waren sie wenigstens. Aber dann kam meine große Stunde. Du weißt doch, mit der Frau vom Pharao. Eigentlich muss ich Nein sagen. Aber ich habe das Nein immer rausgezögert, verstehst du? Kostak, hörst du mir überhaupt zu? Verdammt, da stimmt doch was nicht. Nächste Raumstation ansteuern. Ey, Bellini. Ja, nächste Raumstation ansteuern. Der dumme Spruch leuchtet alle 14 Tage auf. Beim Durchchecken, aber nicht von selbst. Wir hatten so eine Art Pyramide gebaut. Wir mussten doch für den Pharao arbeiten und da war eine Grabkammer, so ein ganz kleiner dunkler Raum. Und da drin spielte das. Ja. Und die anderen mussten draußen bleiben. Ja, die anderen mussten draußen bleiben. Du hast mir das schon 1000 Mal erzählt und dann hat dieser Dorftrampel dich verführt. Sorry, Kostak. So wollte ich dir auch gar nicht erzählen. Es ist was mit der Sauerstoffreserve. Wir haben die ganzen dramatischen Sachen gespielt. Verstehst du? Ägypten und Sodom und Gomorra und die Sintflut. Nächste Raumstation ansteuern. Die haben uns mit einem uralten Modell losgeschickt, wie wenn es hier oben alle paar Millionen Kilometer noch eine Raumstation gäbe. Schöpfung haben wir gespielt, Kostak. Schöpfung. Ja. Apokalypse auch? Nee, das war Neues Testament. Wieso? Ich meine nur, vielleicht erleben wir in ein paar Tagen unsere ganz persönliche Apokalypse. Joe Kostak und Mario Bellini und dann schweben wir in unserem Komfortsarg immer weiter durchs Weltall. Toll. Tolle Vorstellung. Kostak und Bellini auf dem ewigen Flug durch den Raum. Ja. 1000 Jahre. Millionen Jahre. Ewig. Hörst du, wie das klingt? Ewig. Ja, ewig und 3 Tage, aber ich will nicht verrecken. Ich will wieder auf die Erde. 7 Jahre lang ist mein Gehalt weitergezahlt worden. Monat für Monat, immer auf mein Konto, verstehst du? Ich bin ein reicher Mann, ich habe 7 Jahre geopfert. Ja, und jetzt will ich anfangen zu leben. Los, die Checklisten. Warum machst du nicht so spannend, Costa? Die Checklisten. Stell Kontakt zur Erde her. Wir haben die Frequenz erst morgen wieder. Die Notfrequenz. Roger. Wenn wir Schöpfung gespielt haben, war ich immer Adam. Ich kann mir denken, warum Berlin. Richtig. Die Einzelheiten kannst du für dich behalten. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr. Aber eines Tages, da hat Gott nicht mehr mitgemacht. Ich meine, der Junge, der die Rolle hatte. Und da habe ich den Adam abgegeben und war Gott. Aber irgendwie haben die anderen dann das Interesse verloren. Ich habe allein weitergespielt. Circuit 1. Circuit 1, okay. Circuit 2. Circuit 2, okay. Ich kann dir das gar nicht erklären, wie das war. Ich wusste natürlich, dass ich nicht der richtige Gott war. Aber ein bisschen war ich schon der Richtige. Ich habe mit ganz kleinen Tieren angefangen. Würmern und Schnecken und so. Circuit 3. Aus Lehm habe ich die gemacht. Circuit 3, okay. Ganze Herden. Dutzende von Ringelwürmern und diese braunen, glitschigen Schnecken. Und dann habe ich gesagt, kriecht los. Bewegt euch. Circuit 4. Circuit 4, okay. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, was passiert ist? Na, sie sind losgekrochen. Woher weißt du das? Die Geschichte habe ich dir noch nie erzählt. Entweder kriechen sie los oder sie kriechen nicht los. Eins von beiden. Sie ist gar nichts passiert. Dann habe ich lauter gesprochen. Immer lauter. Bis ich geschrien habe, so laut ich konnte.
Das war natürlich der falsche Weg. Gott schreit doch nicht. Bin ich immer leiser geworden. Immer leiser. Los, bewegt euch. Fangt an zu kriechen. Ihr könnt es, wenn ihr wollt. Circuit 5. Circuit 5, okay. Und auf einmal, Costa, ob du es glaubst oder nicht, bewegt sich der Wurm. Ich habe schon nicht mehr geflüstert, das war noch viel leiser. Nur noch gedacht. Aber alle Kraft auf die kleinen Lehmwürmchen gerichtet. Und da hat er sich bewegt. Einer. Ganz langsam. Aber er hat sich bewegt. Toll, Bellini. Tolle Geschichte. Das ist keine Geschichte. Das ist wahr. Von mir aus. Hey, was ist denn? Wir ändern die Flugrichtung. Ach ja, Kostak und Bellini. Auf dem ewigen Flug durchs All. Der Autopilot hat anscheinend eine Station gefunden. Lass dir mal die Daten geben. Du, Kostak, dann habe ich das mit den größeren Tieren versucht. Die Daten dieser Station, wir sind dabei drauf zu gehen und du faselst was von Regenwürmern. Ich bin nicht als Raumschifftechniker engagiert, sondern als Kreativbesatzer, ja? Da. Wenn wir die Geschwindigkeit beibehalten, dann sind wir in 4 Stunden dort. 4 Stunden ist okay. Und sonst? Kommt nichts mehr. Was? Da kommt nichts mehr. In 4 Stunden können wir dort sein. Mehr spuckt der blöde Computer nicht aus. Seltsam. Die militärischen Stationen sind doch alle längst hops gegangen. Über die konnte man nichts erfahren, aber alle anderen... Da kommt die Erde. Störfall ist mit übermittelten Daten nicht zu lokalisieren. Versuchen Sie, Luna oder Laplace 3 anzufliegen. Laplace 3? Bis dahin kommen wir nie. Da bleibt uns nur... Wie heißt diese Station? Hat der Computer nicht gesagt. Wir werden es ja sehen. Vielleicht doch noch was Militärisches. Ist mir auch egal. Ich will nur rein in die Schleuse und dann ist Zeit genug, das Schiff zu reparieren. Meinst du, es gibt da Frauen auf der Station? Versuch lieber, Kontakt aufzunehmen. Bis jetzt haben sie noch nicht geantwortet. Wir können ja auch nicht ahnen, dass sie Besuch kriegen. N43, wir haben Sichtkontakt. Geben Sie bitte Ihre Identity. Raumschiff Sternhai 508 auf dem Rückflug von Expedition in den äußeren Planetenraum. Unser Sauerstoffsystem ist zusammengebrochen. Die Reserve hat gerade noch bis hierher gereicht. N43, Sie können andocken. Wir haben das Westing- und Schockensystem. Was haben Sie? N43, das Westing- und Schockensystem. Funktioniert universal, ist total adaptabel. Na, das ist ja gut. Westing und Schocken kenne ich nur aus dem Museum. Sind Sie soweit? N43, Vorschleuse geöffnet. Solarflügel eingefahren, Antennen eingefahren. Ich heiße übrigens Bellini, Mario Bellini. N43, angenehm, ich bin N43. N43, tut mir leid, wir kriegen Sie in die Vorschleuse nicht rein. Was? Das gibt's doch gar nicht. Die Sternhai ist nach der internationalen Norm gebaut. Wir sind noch in jede Station gekommen. N43, tut mir leid, Bellini. Vielleicht haben Sie an unserer Anlage etwas verändert. Wir hatten mal Probleme mit den Gleitschienen. Materialermüdung. Hey, ich bin Kostak. Wir haben keine Lust, hier ein paar hundert Meter vor dem gelobten Land zu ersticken. N43, verstanden. Wir holen Sie mit der Automatik. Wir haben das Westing- und Schocken... Ach, hören Sie auf mit Ihrem Westing- und Schockensystem. N43, verstanden. Ihr Vorschleuse wird geöffnet. Magnetanker betätigt. Magnetanker in Funktion. Hast du schon mal so eine Station gesehen? Sag ich doch. So hat man am Anfang des Jahrtausends gebaut. Alles Metall und 6-fach gesichert. Und riesengroß. Ich vergesse, Kostak. Ein Detail ist vorhin noch auf dem Bildschirm gekommen. Crabs Island heißt die Station. Ist vor ungefähr 40 Jahren aufgegeben worden. Offiziell, meine ich. Ja, wieso erfahre ich das nicht gleich? Weil es nichts geändert hätte. Du hast Schiss gehabt, Berlin. Du hast gedacht, ich würde nach Luna oder Laplace 3 weiterfliegen, stimmt's? Ja, vielleicht. Aber Crabs Island, das klang so verlockend. Landesensoren ausfahren? Landesensoren ausgefahren. Stockdunkel hier drin. NF3, Vorschleuse wird geschlossen. Verstanden. Wenigstens haben Sie eine vernünftige Schwerkraft, dass man nicht permanent durch den Raum gondelt. NF3, Atmosphäre 8 unter Normal. Sag mal, hat er sich vorhin
nicht als N43 vorgestellt? Ja, hat er. Vielleicht haben sie ihn befördert inzwischen wegen Rettung eines Raumkreuzers samt Ladung. NF3, Atmosphäre normal. Sie können an Station gehen. Festen Boden unter den Füßen nennt man das wohl. Vibriert ganz erbärmlich. Da ging es ja die Sternhain Luxus geführt. NF3, Fähre übernommen. Sie befinden sich in der Quarantänestation. Ich sagte, das reine Museum, diese westlichen Schockenreihe. N93, willkommen auf Crabs Island. Entschuldigen Sie, dass ich einen Schutzanzug trage, das ist Vorschrift. Ja, schon okay. Das ist Bellini, ich bin Kostak. N93, angenehm. N93. Es geht mich ja nichts an, aber ändern Sie ständig Ihre Codenummer? N93, wieso? Vorhin haben Sie sich erst als N43 vorgestellt und dann haben Sie sich als N113 gemeldet. N93, das war doch nicht ich. Ach so, das war nicht... Ja, ich hab nur gemeint. N93, die Quarantäne wird nicht lange dauern. Ja, ja, okay, aber wir sind in Ordnung, alle Sanitary Standards eingehalten. N93, glaube ich Ihnen, aber Vorschrift ist Vorschrift. S72, willkommen auf Crabs Island. Entschuldigen Sie, dass ich einen Schutzanzug trage. Das ist Vorschrift. Joe Kostak. Mario Bellini. S72. Wir werden morgen ein paar Techniker auf Ihr Schiff schicken. Ja, die Daten gehen gerade zur Erde. Vielleicht finden die raus, was passiert ist. S72, haben Sie auch noch einen anderen Namen? S72, nein. Wieso? Vorsicht! Mein Gott, was für ein Vieh! N93 sind völlig harmlos, eine Hummelart. Hier im Weltraum? Groß wie ein Sperling. S72 sind völlig harmlos. Ja, eine Hummelart, ich weiß. Auch in Quarantäne, oder? N93, nein, die gibt's überall auf der Station. Ist aber alles im ökologischen Gleichgewicht. Sagen Sie mal, was ist denn das hier eigentlich für eine Station? S72 wird Ihnen Auskunft geben. Sie ist auf dem Weg hierher. Die kann Ihnen das am besten erklären. Ach, Geheimniskrämerei. N93, Vorschrift ist Vorschrift. Ja, schon okay. N93, anschließend zeige ich Ihnen die Räumlichkeiten. Sie sollen sich hier ja nicht wie im Gefängnis fühlen. Wie freundlich. Heute Morgen war noch alles klar. 7 Jahre nach Programm und jetzt hocken wir hier in Quarantäne, Crabs Island. S72, Sie haben so interessante Hände. Ah, ja. Liegt vielleicht an der Gymnastik, wenn man nicht als Molluske auf die Erde zurückkommen will. S72, das sind meine Hände. Das sind doch auch ganz schön. S72, fällt Ihnen nichts dran auf? Zierlich, weiß. S72, da habe ich 2 kleine Narben, sehen Sie? Mhm. In jeder Hand eine. Ja, sowas gibt's. S72, das hat keine andere Frau auf der Station. Ich habe als Kind einen Glaskolben zerschlagen, in dem so schöne, bunte Hummeln waren. Da ist das passiert. 2 kleine Narben. N93, hören Sie auf, S72. Kommen Sie. Und wie geht's jetzt weiter? N93, ruhen Sie sich heute Nacht aus. Morgen kommen ein paar Tests, aber vielleicht ist bis dahin Ihr Schiff wieder flugbereit. Oh, verdammt, ich hab die Nase voll. Es gibt das internationale Weltraumabkommen. Es gibt die erweiterte Genfer Konvention. Wir sind doch nicht aussätzig. Wir haben auf der Milchstraße keine bösartigen Viren eingesammelt und wir sind keine Space-Piraten. Also machen Sie hier mit uns nicht so einen Zirkus. S72, tut mir leid, Kostak. Vorschrift ist Vorschrift. Wir sind hier kein Hotelbetrieb. S52, entschuldigen Sie, dass ich einen Schutzanzug trage. Das ist Vorschrift. Willkommen auf Crabs Island. Das kann doch nichts. S52. S12 von der Zentrale kann Sie leider erst morgen aufsuchen. Oder man bringt Sie gleich zu Olafsson. Sind Sie Zwillingsschwestern? S72 und S52? S52. So kann man es sagen. S72. So kann man es sagen. N93. Schon mal was von Klonen gehört? Ja, natürlich. Bei Tieren hat man das früher gemacht, in der industriellen Produktion von Rindern und so. S52. Nicht nur bei Tieren, Bellini. N93, kommen Sie. Ich zeige Ihnen jetzt Ihre Unterkunft. Das ist ja ein Ding. Wenn das stimmt und nicht nur Zufall war? Nee, Zufall war das nicht. Die 3 Männer, mit denen wir es zu tun hatten, die hatten auch alle 3 dieselbe Stimme. Der bei der Funkverbindung, der bei der Schleuse und der letzte, dieser N93. Hm. Weiß der Teufel, wie man die auseinanderhalten soll. Und jetzt machen Sie das Licht noch dunkler, verdammte Sparerei. Sag mal. Ja?
Wo sind wir hier eigentlich hingeraten? Das frage ich mich auch. Westing und Schocken wird schon seit Jahrzehnten nicht mehr produziert. Ach. Das ist schwer, so ein Vieh. Solange sie nicht stechen. Komische Station. Wie wenn das alles eingemottet wäre. Und die Luken, Kinderspiel, die aufzubrechen. Sollen wir mal? Nee, aber es ist gut zu wissen, dass es geht. Hey, komm mal her. Schau mal hier durch, in den Gang. Sind das Ratten? Nee, so groß sind Ratten nicht. Sehen eher wie Karnickel aus. Aber mit Rattenköpfen. Da oben kommen die durch. Ah, durch die Belüftungskanäle. Aber mit Quarantäne hat das da alles nichts zu tun. Soll wohl nur so aussehen, als ob. Aber wieso? Ja, wieso? Irgendwas stimmt hier nicht. Solange sie uns nicht ans Leben wollen, komm. Legen uns hier hin in die Kojen. Wenn du schlafen kannst. Crabs Island. Inzwischen müssen alle Daten von der Sternhai auf der Erde sein. Das sind so Drahtnetze, die man vor die Koje ziehen kann. Ja, schon gut, hat man es schon zugezogen. Die sah eigentlich ganz anziehend aus, die. Hm? Wie hieß die? 4 oder 5 oder ABC? Na, ist ja auch egal. Was ist? Nicht so laut. Bin doch nicht laut. Hörst du das auch? Irgendwelche Vögel. Wenn es hier Hummeln und Kaninchen gibt, warum soll es nicht auch Vögel geben? Zieh das Drahtnetz zu. Schau darüber. Doch lass mich schlafen, Berlin. Du sollst darüber schauen. Niemand hat uns kontrolliert. Wir hätten die Waffen vom Schiff mitnehmen sollen. Die erweiterte Genfer Konvention und... Verflucht, da ist jemand. Das sind Menschen. Mit Vogelköpfen und Schnäbeln? Wenn die uns angreifen, ich hab nicht mal ein Messer. Hau ab, Kostak! Lass mich in Ruhe! Kostak! Ich komm hier nicht raus. Cool, Bellini. Ruhig bleiben. Du lebst noch. Und sie haben dir kein Haar gekrümmt. Sie hatten keine Haut. Sie hatten Federn. Und Stäbel. Ruhig, Bellini. Dies hier ist ein ganz normaler Gang in einer Raumstation. Du wirst jetzt ganz langsam weitergehen und dich so verhalten, wie du es auf der Space Academy gelernt hast. Berlini, bleib ruhig. Naturgesetze gelten auch im Weltraum. Es gibt nichts anderes. Es gibt nur Naturgesetze. Es wäre doch gelacht. Bitte schön. Ich habe Sie kommen hören. Ich habe die Schleuse geöffnet. Und wie geht das Ding zu? Oh, ich schließe sie wieder hinter Ihnen. Das war knapp. Hey, danke, Robbie. Kann ich Ihnen noch behilflich? Kann ich Ihnen noch behilflich? Sag mir, wo ich hier bin. Alles immer so halbdunkel auf der Station. Hier ist das LZ-Areal. LZ-Areal. Und was heißt das? Ich habe es gespeichert. Es dauert nur einen Moment. Dann fällt es mir wieder ein. Hier ist die innere Tür. Bitte sehr. Hey. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist das LZ-Areal. Ah ja? Interessant. Los, Robby, was ist das hier? Ist das ein Urwald? Was ist das überhaupt für eine Raumstation, Crabs Island? Auf keiner Karte und in keinem Computer zu finden, das gibt's doch gar nicht. Ach, jetzt habe ich die Definition abgerufen. LZ-Areal heißt Langzeitareal. Hier werden die manipulierten Organismen... Ja?
Wir werden... Ja, die manipulierten Organismen, was werden sie? Hier ist das LZ-Areal. Ein Langzeitareal für manipulierte Organismen. Hast du das gesagt? Wenn Sie es gehört haben, dann habe ich es gesagt. Mein Kurzzeitspeicher. Was ist mit deinem Kurzzeitspeicher? Tut mir leid. Ich kenne auch Ihre Codenummer nicht. Ich heiße Bellini. Oh, das ist interessant. Bellini. Kommen Sie hier entlang. Der andere Weg ist sumpfig. Eine Treibhausluft ist das hier. Wenn man wenigstens richtig sehen könnte. Schwirren sicher tausende Insekten umher, hä? Natürlich. Das ist eines unserer erfolgreichsten Arbeitsgebiete. Insekten? Ja, die gentechnisch manipulierten Insekten. Wir haben verschiedene Chimären entwickeln können, die nicht mehr steril sind. Davon verstehe ich nichts, aber es klingt scheußlich. Chimären sind Kreuzungen verschiedener Tierarten. Wanzen mit Zikaden, Flöhe mit Schmetterlingen, mit Hör auf! Diese Hitze macht einen ganz schwindelig. Und dann deine Schauergeschichten. Was war denn das? Das war ein Afuan. Was? Ein Afuan. Eine Mischung aus Affe und Leguan. Vielleicht entdecken wir ein Exemplar. Sie sind sehr scheu. Das muss ja scheußlich aussehen. Im Moment arbeiten Sie mit Raubkatzen und... Vorsicht, Bellini! Ja, hab das Vieh schon gesehen. Ein Basilisk, oder? Starrt mich an. Starrt mich nur an. Habt ihr das auch produziert? Habt ihr das auch produziert? Ja, natürlich. Hey, wo bist du denn? Hier, kommen Sie doch. Der Aufenthalt in dem LZ-Areal ist begrenzt. Starr mich nicht so an. Ein Basilisk, das gibt's doch gar nicht. Gestalt der antiken Mythologie. Deren Blick tötet. Aber ich nicht. Ich habe schon ganz andere Situationen. Robbie! War immer noch besser als ganz alleine. Weg! Na, giftiges Ungeziefer! Bellini, du musst jetzt ganz langsam weitergehen und dich so verhalten, wie du es gelernt hast. Konzentrier dich. Alle Kraft auf einen Punkt konzentrieren. Verdammt! Dieser Sumpf. Und die Lianen sind so glitschig, voller Schleim. Ist das auch eins von euren erfolgreichen Arbeitsgebieten? Gentechnisch manipulierte Lianen? Der Mann ist ja weg. Da muss ich eben allein weiter. Nur wohin, Bellini? Wohin? Erstmal raus hier. Raus aus diesem Sumpf. Raus aus dem Nebel. Halt die Klappe, du Papagei. Ich will raus hier. Ist da jemand? Natürlich. Hier bin ich. Wo? Ich versauf hier noch in der Brühe. Setz dich da auf das Moos. Du bist sehr erschöpft. Das kann man sagen. Dankeschön. Na, besser so. Wo sind Sie? Ihre Stimme kommt von oben, aus den Bäumen. Da bin ich auch. Ich kann Sie nicht sehen. Hier, wo sich die Blätter bewegen. Schau doch. Ja, ich glaube, jetzt sehe ich Ihr Gesicht. Oh, Gott sei Dank nicht so ein entsetzlicher Vogelkopf und nicht so ein stupides Robbie-Grinsen. Wer sind Sie? Schau mal genau hin. Vorsicht! Rühren Sie sich nicht! Da ist ein Raubtier hinter Ihnen. Ich habe seine Pranken gesehen. Haben Sie eine Waffe? Ich? Nein. Hab doch endlich Mut und schau richtig hin. Tu ich doch. Ich tu doch die ganze Zeit nichts anderes. Ah, du musst dich schon anstrengen dabei. Kannst du mein Gesicht sehen? Ich sehe sie. Aber ich glaube es nicht. Doch, doch. Du glaubst es. Du weißt, dass es möglich ist. Es geht so weit über die Fantasien hinaus. Und jetzt schau dir die Linie des Rückens an.
Das sind Blätter, ich kann nicht sehen. Natürlich kannst du sehen. Siehst du jetzt die sanfte, gebogene Linie des Rückens? Das ist doch nicht ihr Körper. Diesen Bogen gibt es nur bei Katzen. Bei Raubkatzen, bei Panthern oder Löwen. Und bei mir. Schau mal. Schau mal, wie ich die Pranke bewege. Die vorderen, siehst du's? Und die hinteren. Ich liege ausgestreckt auf einem Ast und rede mit dir. Ja. Ich höre sie ganz deutlich. Und ich sehe jetzt auch ganz deutlich. Eine Raubkatze mit einem menschlichen Kopf. Ist das so erschreckend? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Als Kinder haben wir die Bibel gespielt, das Alte Testament. Wie die Juden in Ägypten waren, und da hatten wir eine Pyramide, und vor der Pyramide lag die Sphinx. Das war ein Mädchen, und ihren Körper haben wir mit nassem Sand zugeschüttet und dann einen Tierkörper aus dem Sand geformt, einen Löwenkörper. Du siehst, es geht. Das war ein Spiel! Wissenschaftler spielen auch. Und sie spielen mir hier was vor. Ich weiß nicht was, und ich weiß auch nicht, was es soll. Aber ich gefalle dir doch, oder? Ich bin Astronaut. Begleitpersonal der dritten Klasse, da können Sie von mir keine großen Erklärungen verlangen. Cool bleiben, habe ich gelernt. Soll ich ein bisschen runterkommen zu dir? Auf das Moos? Sie sind eine Chimäre. Ich meine, so erlebe ich Sie wenigstens. Eine Art Sphinx, ja? Richtig. Vorsicht, ich springe. Siehst du, ich bin aus Fleisch und Blut. Ja. Hast du eine Codenummer oder einen Namen? Bellini. Mario Bellini. Schau mir nur ins Gesicht. Das ist weniger verwirrend, oder? Und streiche mir über die Stirn oder über die Haare. So? Ach, hier sind Sie, Bellini. Hast du das gesehen, Robbie? Was? Aber ich habe ein Geräusch gehört. Und du hast nichts gesehen? Nein, der Infrarotzusatz ist defekt. Kommen Sie, wir haben das Aufenthaltsrelikt bald überschritten. So, haben wir das. Ich muss zurück in die Quarantäne. In die Quarantäne? Ja. Ich war der Überzeugung, Sie kämen aus der Zentrale. Aber ich bringe Sie auch zur Quarantäne. Hier, nehmen Sie das als Erinnerung mit. Planen? Die Klone nehmen Sie zum Spielen. Sie liegen hier überall auf dem Boden. Es sind Früchte einer perlmutterzeugenden Pflanze. Planen? Gentechnisch manipuliert? Selbstverständlich. Die Klone nennen sie die Tränen der Sphinx. Seltsamer Name. Ja. Seltsamer Name. Manipulation. Dauerzustand. Kontakt. Manipulationen. Dauerzustand. Tut mir leid, ich verstehe nichts. Ich bin Joe Costa, Kapitän der Sternhai. Wir haben Schiffbruch erlitten. SOS. Antwort. Gleiches Recht. Verantwortung. Gleiches Recht. So kommen wir nicht weiter. Ich habe begriffen, dass ihr nicht über mich herfallen wollt. Ich habe begriffen, dass ihr euch untereinander verständigen könnt. Und ich vermute, dass dies da an eurem Hals ein automatischer Übersetzer ist. Nichts mit anfangen, gehen, Pool. Es kommt jemand. Schnell weg!
Geburtstag? Ja, Bellini. Du lebst noch. Was für eine Nacht. Die sind hier vor der Koje gehockt, 4 oder 5, und haben auf mich eingeredet. Sie haben auf dich eingeredet? Diese Raben- oder Geierköpfe? Ja, sie haben mich, ich meine, sie haben gezwitschert oder gekrächzt oder wie man das sagen soll. Offensichtlich sind sie intelligent. Sie haben eine Art Sprache oder die Vorform einer Sprache. Werden uns sicher nicht gefährlich. Aber morgen sind wir ja sowieso raus. Bist du da so sicher, Kostak? Ich habe fast den Eindruck, der Ärger geht erst los. Hast du was gesehen von der Station? Ich bin völlig fertig. Jedenfalls sind wir aus dem Schlamassel noch lange nicht raus. NC3, Mr. Kostak und Mr. Bellini. Morgen, Olafsen. Kommen Sie, Besuch vor der Erde ist so selten hier oben. Kostak. Mr. Olafsen, ich protestiere. Wir sind von Ihren Leuten heute Morgen daran gehindert worden, unser Schiff zu betreten. Gehindert? Wir müssen Kontakt mit der Erde aufnehmen. Eine Reparatur im Raum muss so schnell wie möglich durchgeführt werden, das wissen Sie auch. Natürlich, natürlich. Kommen Sie, nehmen Sie bitte Platz. Damit wir uns richtig verstehen, Mr. Olafsen, wir protestieren. Es gibt ein internationales Weltraumabkommen. Ich weiß, unsere Leute sind übereifrig. Sie sorgen sich um ihre Sicherheit. Meine Techniker sind dabei, ihr Schiff durchzuchecken. Das ist ohne unsere Anwesenheit oder ohne unsere Zustimmung nicht statthaft. Das internationale... Hören Sie auf damit. Wir haben Ihnen das Leben gerettet, wenn Sie das vergessen haben sollten. Okay. Bitte, wenn Sie Platz nehmen wollen. Okay. Tja, ich nehme an, die Existenz von Crabs Island war Ihnen bisher unbekannt. In der Tat, das war sie. Seltsame Station. Seltsam? Ja, auf keiner Karte zu finden, in unserer Frequenzliste nicht enthalten. Yeah. Und geklonte Besatzung. Sie wissen so gut wie ich, dass die Erzeugung von geklonten Lebewesen verboten ist. Auf der Erde, Abkommen von 1998. Ja, dann sollten... Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen hier oben? Ja, in der Quarantäne... Nichts, außer dass Ihre Quarantänestation nicht mehr den neuesten Standards entspricht. Das wollten Sie auch sagen, Mr. Bellini? Ja, das wollte ich auch sagen. Dann darf ich Sie wohl wieder in die Quarantäne zurückbringen lassen. Ich muss mich an die Sicherheitsvorschriften halten. N10-3 mit Gruppe. So geht das nicht, Mr. Olafsen. Wir stehen unter internationalem Schutz. Das passiert Ihnen doch gar nicht. Sie sind hysterisch. Hier ist etwas faul, Mr. Olafsen. Das wissen Sie so gut wie ich. Sie hocken doch nicht hier auf einer Riesenstation im Weltraum und fabrizieren zu Ihrem Vergnügen geklonte Menschen. N10-3 mit Gruppe. N11-3. N12-3. N18-3. N19-3. N14-3. N16-3. Na? Toll, was? Mir läuft's kalt den Rücken runter. N10-3. Sollen wir Mr. Kostak und Mr. Bellini zurück in die Quarantäne bringen? Mr. Olafsen, wir verlangen Funkkontakt zur Erde. Und wir verlangen, dass Sie uns das Raumschiff betreten lassen. Bringt ihn weg. Fassen Sie mich an. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich komme schon. Was will ich noch weiter tun lassen? Und Sie, Mr. Kostak, kommen mit an die Videowand. Ich werde Ihnen etwas zeigen, damit Sie mich besser verstehen. Gentechnische Laboratorien. Da. Diese Riesenanlage ist allein für die Verbesserung von Nutzpflanzen bestimmt. Hier. Wissen Sie, was Genhacker sind? Kriminelle. Vielleicht nach den Buchstaben irgendwelcher irdischen Paragraphen. Glauben Sie doch nicht, dass die Natur nach Plan und nach ethischen Prinzipien arbeitet. Die geht auch so vor wie ein Genhacker. 1000-mal Trial and Error. 1000-mal blind versucht. Und einmal klappt's. Auf einmal haben wir die Tomate, die wie eine Birne schmeckt. Welch ein Fortschritt für die Menschheit. Sie sind zynisch, Kostak. Sie wissen genauso gut wie ich, dass die Menschheit das gentechnische Kapital der irdischen Natur kaputt gemacht hat. Und dass nur die Gentechnologie uns noch retten kann. Wir müssen die Welt neu zusammensetzen. Anders als sie war. Besser. Und das versuchen Sie hier im Weltraum? Auf einer vergammelten Westing- und Schockenstation? Sie sind übergeschnappt, Olafsen. Weltraumkoller. Und die, die das alles finanzieren, auch? Da. Das ist unser Genpool. Wenn Sie so wollen... Wir sind eine gentechnische Arche Noah der Menschheit. Wir können von hier aus die ganze Säugetierwelt neu erstehen lassen. Wir haben Eireserven, befruchtete und unbefruchtete. Wir haben Sperma für Jahrzehnte. Wir lagern tiefgekühlte Embryonen. Naja, und wir arbeiten damit. Kloning, Gentransfer, Ektogenese. Und eines Tages wird die Erde uns rufen, wenn die da unten ganz am Ende sind. Das sind sie seit langem. Und kein Mensch ruft sie. Sie sind wahnsinnig, Olafsen. Vielleicht.
Bringen Sie Mr. Kostak in die Quarantäne. Da bist du ja. Ich habe schon gedacht, sie hätten dich für ihren gentechnischen Zauber kassiert. Spinner. Die halten uns doch hier nicht aus hygienischen Gründen in Quarantäne. Und wenn, dann haben sie von Hygiene keine Ahnung. Das hier ist ein besseres Gefängnis. Na ja. Aber was bezwecken Sie damit? Ewig können Sie uns hier nicht festhalten. Tja. Aber was soll es dann? Nun, für einen gewissen Sinn sind wir zu Geheimnisträgern geworden. Niemand von unserem Informationsniveau hat was von Krabs Island gewusst. Dabei gibt es die Station seit Jahrzehnten. Ja, aber seit dem großen Kladderadatsch auf der Erde haben die natürlich was anderes zu tun, als irgendwelchen Geheimprojekten im Weltraum nachzujagen. So könnte es schon sein. Autarkes Krabs Island allemal. S42. Guten Abend, wir bringen Ihnen Nährkonzentrate. Guten Abend. Oh. S52, guten Abend. Guten Abend. S72, guten Abend. Sagen Sie mal, also, wieso tragen Sie eigentlich alle drei völlig identische Kleidung? S42, warum nicht? S52, wir sind doch völlig identisch. Ich will jedenfalls nicht anders aussehen als die anderen. S42, ich auch nicht. Sagen Sie mal, haben Sie sich über uns eigentlich schon Gedanken gemacht? S42. Nein, warum sollten wir? Wir haben den Auftrag bekommen, Sie zu versorgen. Aha. Und gibt es solche Aufträge öfter? S52. Nein, das ist das erste Mal. Aha. Und was arbeiten Sie sonst? S72. Die S2-Gruppe ist für die Versorgung von Krabs Island zuständig. Wir führen die Anweisungen aus. Und Sie waren nie auf der Erde? Hat es Sie nie interessiert, was es außerhalb der Station gibt? S42. Nein, warum sollte uns das interessieren? Ich verstehe sicher Ihre Frage nicht richtig. Ach. S52. Sie sollten mit diesem Konzentrat beginnen. Danach können Sie zwischen dem Teigigen und dem Körnigen wählen. Das ist Ihnen freigestellt. Aha, ist ja toll. Erzählen Sie uns doch ein bisschen was aus Ihrem Leben. Das ist sicher interessant, diese Laboratorien. S42. Dort sind wir noch nie gewesen. S52. Die S2-Gruppe ist für die Versorgung von Krabs Island zuständig. Wir führen die Anweisungen aus. Ah ja, und andere Gruppen haben andere Aufgaben. S52. Sicher, ja. Da ist die N3-Gruppe. S42. Ja, sicher, die haben einen besonders hohen IQ. Ah, darum sind sie wohl für unsere Bewachung zuständig. S42. Ja, sicher, so ist es angeordnet worden. S52. Von diesem Konzentrat sollten Sie nicht mehr als 2 Einheiten nehmen. Ja, ja, danke, danke. Wir haben 7 Jahre Selbstdisziplin hinter uns. S52. Wir verabschieden uns. Wir werden wiederkommen. S52. Ja, wir werden unsere Aufgabe gut erfüllen. Mhm. S42. Wir wissen die Verantwortung zu schätzen. S72, ich... Ist noch was? Ich freue mich, dass Sie hier sind. Wir haben erfahren, dass Sie jetzt immer hier bleiben. Das ist schön. S42. Komm, S72! Das ist irgendwie... irgendwie unheimlich. Dreimal der gleiche Mensch. Was sind wir denn, wenn man uns einfach kopieren kann? Hast du gehört, was die eine am Schluss gesagt hat? Hm? Dass sie sich freut, dass wir hier sind. Hm? Auswendig gelerntes Robby-Vokabular. Ja, ja, ja. Und was hat sie dann gesagt? Ich hab nicht zugehört. Ich habe versucht, die eine von der anderen zu unterscheiden. Irgendwelche Details muss es geben. Aha. Wir haben erfahren, dass sie jetzt immer hier bleiben, hat sie gesagt. Richtig, das hat sie gesagt. Ja. Das hat sie sicher nicht erfunden. Ich hab's ja gesagt, dass wir aus dem Schlamassel noch lange nicht raus sind. Hier bitte. Aber nicht mehr als 2 Einheiten, ne? Achte auf deine Linie. Du Spinner. Überleg dir besser, wie wir in Kontakt mit der Bodenstation kommen. Naja. Und bis die da unten anfangen, uns ernsthaft zu suchen... müssen wir versuchen, auf unser Schiff zu gelangen. Kostak. Hörst du das? Wir müssen weg. Flipp nicht aus, die sind harmlos. Ganz ruhig bleiben, Bellini. Tu ich doch.
Lass sie näher kommen. Wenn sie nicht so scheußlich aussehen würden mit diesen Geierschnäbeln. Guten Abend. Ich bin Kostak. Das ist Bellini. Ja. Auf der Academy haben sie mir eine universale Zeichensprache beigebracht, aber die scheinen die nicht zu verstehen. Mit Zeichen ist nichts. Die waren auf einer anderen Academy. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Bitte! Sie können zwischen dem Teigigen und dem Körnigen wählen. Spinner! Das ist eine archetypische menschliche Geste. Guck dir das an. Völlig ausgehungert. Sagen Sie, darf ich mir das Gerät an Ihrem Hals mal anschauen? Vorsicht, Kostak, beweg dich langsam. Die müssen sich auch erst an unsere Visagen gewöhnen. Ein kleiner Übersetzungscomputer. Richtig, Geduld. Taktisch eintreten. Rory 11. Mr. Bellini, Sie haben eine Perle verloren. Eine von den Perlen, die Sie als Erinnerung mitgenommen hatten. Eine Träne des Sphinx. Ja, komm näher. Sag mal, kannst du diesen Übersetzungscomputer reparieren? Selbstverständlich, Mr. Bellini. Aber er ist nicht defekt. Er ist nur nicht vollständig aktiviert. Dann aktiviere ihn bitte. Wenn Sie es anordnen, Mr. Kostak. Könnt ihr uns verstehen? Ja, einigermaßen. Wir nehmen an, dass Sie hier auf Krabs Island zu Hause sind. Zu Hause? Wir sind bei einer Versuchsserie der Krabs Incorporated entstanden. Zuerst haben sie uns gepflegt und umsorgt und bewundert. Aber irgendwann haben sie begriffen, dass wir genauso viel menschliche Intelligenz besaßen wie sie. Da haben sie uns fallen lassen. Ein Ding. Die meisten von uns sind vernichtet worden, aber ein paar konnten sich retten. Krabs Island ist groß genug. Wir sind überall hier auf Krabs Island. Das System Olafsen ist durch und durch brüchig. Er hat längst die wirkliche Kontrolle über die Station verloren. Ja, das kann sein. Irgendwie ist hier alles antiquiert, nicht mehr wirklich funktionstüchtig. Seit Jahren schieben Sie den Zusammenbruch hinaus. Aber er wird kommen. So langsam gewöhnt man sich an Ihre Köpfe und an die Federn. Ein makabrer Zufallstreffer aus der genetischen Hexenküche. Aber wir sind hier nicht auf einer Schönheitskonkurrenz. Hören Sie zu. Wenn es nach Olafsen geht, dann wird Ihr Raumschiff niemals repariert. Wieso? Woher wissen Sie das? Sie sagen es ja selbst. Hier ist nichts mehr wirklich funktionstüchtig. Also ist bei den Gesprächen in der Zentrale Olafsens immer einer von uns in der Nähe. Da erfahren wir einiges. Man muss immer so viel wissen wie der Gegner. Dennoch sehe ich keinen Sinn darin, das Raumschiff hier festzuhalten. Um das Raumschiff geht es auch nicht. Es geht um Sie. Um uns? Ach. Eine lebende genetische Reserve. Die Station hat seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr mit der irdischen Biosphäre. Mit dem, was ihr hier habt, erzeugt Olafsen nur noch Monster und Missgeburten. Die sind wahnsinnig. Nein, das könnte schon so sein. Böse Aussichten. Und dann lässt er die Sternhai unbemannt in Richtung Erde starten und nach 30 oder 40 Minuten explodieren. Requies canten pace, Bellini et Kostak. Ach, hör auf. Sie haben nur eine Chance. Nämlich? Wenn Sie sich mit uns zusammentun. Das Schiff muss wieder flugtüchtig gemacht werden und dann schlagen wir los. Wir befreien Sie und Sie nehmen uns mit auf die Erde. Aha. Gewissermaßen sind auch wir irdische Geschöpfe. Ja, die werden sich freuen da unten. Das ist ein sekundäres Problem. Okay. Versucht mich in unser Schiff rüberzubringen. Ich muss an die Funkanlage. Kommen Sie. Hier entlang. Bleib du hier, Bellini, mit dem Roboter. Ja, das klingt vernünftig. Ich gehe voran. Ich kenne mich hier besser aus. Vorsicht, Sie sind an Bord. Warum haben Sie uns bisher nicht angegriffen? Die geklonten Marionetten von Olaf, Sie fürchten uns. Unser IQ ist zu hoch für Sie. Ja. Aber meine Waffe haben Sie nicht gefunden. So, jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer. Die Geräusche kommen von dort her. Das ist die Kanzel mit der Funkanlage. Los, schnell!
N43. Wir müssen unseren Auftrag ausführen. N13, weiterarbeiten. Hände weg! Weg von der Anlage! Die sind für die nächsten Stunden ausgeschaltet. Die werden hinterher nicht mal wissen, was ihnen passiert ist. Totaler Blackout. Fantastisch. Ja, unschädlich und wirkungsvoll. Aber man hat im Weltraum wenig Gelegenheit, die Waffe einzusetzen. Oh, verdammt, die Funkanlage haben sie zerstört. Hier, die letzten Ausdrücke. Die Antwort von der Erde auf unseren Notruf. Geben Sie her. Das hilft doch nichts mehr. Geben Sie her! Bitte, bitte. Und jetzt werde ich mich mal umsehen, ob hier noch irgendwas funktioniert. Endlich die Erde kennenlernen. Warum kommen die denn nicht zurück? Das kann ich nicht beantworten, Mr. Bellini. Natürlich nicht, war auch nur so gefragt. Die sind schon 3 Stunden weg. 2 Stunden und 53 Minuten. Ja, ja. Wenn Ihnen die Zeit lang wird, können wir spielen. Schach auf meiner Eingabetastatur. Oder mit den Tränen der Sphinx. Das spielen die Geklonten. Jeder bekommt 5 Tränen und dann... Du bleibst hier, Robby. Bis Kostak mit den Geierköpfen zurückkommt. Ich werde noch mal... Ich werde mal die Station erkunden. Oh, seien Sie vorsichtig, Mr. Bellini. Ich muss sie wiederfinden. Sie hatte Augen, die man nicht vergessen kann. Tränen der Sphinx. Da liegen welche. Bist du da? Natürlich. Ich warte doch die ganze Zeit auf dich. Auf mich? Ja. Außer dir kenne ich keinen Mann. Nur die mit den Vogelköpfen, aber die sind scheußlich. Schön, dass du zurückgekommen bist. Ich musste dich noch einmal sehen. Hier bin ich. Auf unserem Moos. Es ist so schön weich. Ruh dich erst einmal aus. Dieses Dämmerlicht, ich kann dich gar nicht richtig erkennen. Meine Augen siehst du doch. Und die Haare. Und da. Das ist meine Pranke. Meine Tatze. Angst? Du brauchst doch keine Angst zu haben. Leg mal deine Hand auf das Fell. Na los, tu's doch. So? Spürst du die Wärme? Lass einfach die Hand so liegen. Und jetzt die andere. Lass mich dir in die Augen schauen. Spürst du, wie warm das Moos ist? Ja. Irgendetwas war mit der Sphinx im alten Ägypten. Irgendetwas hat sie mit den Menschen getan. Aber ich weiß nicht mehr was. Ist doch gleichgültig, Bellini. Mario. Eigentlich ja. Das ist schön, wenn du deinen Kopf so auf meine Schultern legst. Jetzt fällt es mir wieder ein. Die Sphinx hat den Menschen ein Rätsel aufgegeben. Und wenn sie es nicht lösen konnten, mussten sie sich vom Felsen in den Abgrund stürzen. Ach, was sollen wir die Zeit mit Rätselfragen vergeuden? Komm. Aber du bist doch hier in Olafsons Laboratorien erzeugt worden. Oder? Ja, natürlich. Menschliche Gene und tierische Gene? Siehst du doch. Und dann? Was und dann?
Dann bin ich gewachsen und größer geworden und am Leben geblieben. In einem künstlichen Uterus, wenn du das meinst. Und dann war ich ein niedliches Baby und habe laufen gelernt und sprechen. Dann haben sie mich in ihrem Langzeitareal in die Freiheit entlassen. Wir haben Wichtigeres zu tun, Bellini. Mario. Ich kann doch nicht Sphinx zu dir sagen. Das kannst du. Und wenn du zärtlich bist, dann zerreiße ich dich auch nicht. Aha. Hörst du? Schön zärtlich und sanft. So? Mhm. Und so? Ja. So? Ja. Sie sind sehr lange fort gewesen, Mr. Kostak. Natürlich. Wo ist Bellini? Ich hatte ihm vorgeschlagen, mit den Tränen des Sphinx zu spielen. Aber dann hat er gesagt, er wolle die Station erkunden. Allein? Ja, natürlich. Er hat sich für das Langzeitareal interessiert. Kannst du dir vorstellen, warum? Ja, ich glaube, er war von den Chimären fasziniert. Ich habe es bemerkt, als ich davon gesprochen habe. Der soll sehen, dass er seine Haut rettet und nicht zoologischen Raritäten hinterherjagen. Wenn Sie anordnen, ich soll. N10-3 und Gruppe. Halt! Bleiben Sie, wo Sie sind. N11-3, keine Bewegung. Ich lass mich fangen. Auf! N17-3. Sie brauchen keine Waffe mehr. N10-3. Quarantänestation durchsuchen. Es sind zwei. Hey, Robbie, wo ist der andere? Er hat gesagt, er wolle die Station erkunden. N11-3. Auf Crabs Island ist noch niemand verschwunden. N14-3. Und Sie, Mr. Kostak, werden von den Isolierkojen aus keine Exkursion mehr unternehmen. N18-3. Und Sie werden ohne die Vogelköpfe auskommen müssen. Stellen Sie die Musik ab, solange ich hier bin. Ihr könnt nachher weitermachen. Na, Kostak? Das werden Sie büßen, Olafsson. Sie werden nicht ungeschoren davonkommen. Das gilt wohl eher für Sie, Kostak. Stellen Sie sich mal vor, wenn hier oben dann eine ganze Kostak-Gruppe tätig ist. K11, K21, K31, lauter Kostaks. Ein bisschen gebremst in Ihrer Entschlussfähigkeit, aber sonst, Mr. Kostak, sind Sie ganz gut als Modell. Hören Sie auf mit Ihren makabren Späßen. Das ist mir todernst, Kostak. Wenn ich hier nicht gefesselt wäre... Freiheit ist etwas Relatives. Ich werde Sie bald überzeugt haben, dass Ihre Aufgabe hier bei uns liegt. Und wenn Sie das eingesehen haben, dann können Sie sich natürlich auf Crabs Island frei bewegen. Ihr Raumschiff wird dann längst auf dem Rückflug zur Erde verunglückt sein. Explodiert vermutlich. Ein winziges Pünktchen auf den Fotos der Himmelsüberwachung. Oder überhaupt nicht mehr zu sehen. Und Kostak und Bellini werden eine Ehrentafel aus falschem Marmor auf dem Space Cemetery bekommen. Manchmal wird sich ein Besucher fragen... Wer war denn das? So weit sind wir noch nicht, Olafsson. Ist es da nicht besser, mit uns zu kooperieren? Sie haben doch 7 Jahre Ihres Lebens für die Menschheit geopfert, für die Eroberung des Raumes. Opfern Sie ihr auch die nächsten 7 oder 10 Jahre. Dann kommen wir nach unten als die Retter, mit 9 besseren Geschöpfen. Dann wird unser Genpool millionenfach neues Leben schaffen. Neue Pflanzen, neue Tiere. Menschen mit Vogelfedern und Vogelköpfen. Zerrbilder der Schöpfung. Zugegeben, auch bei uns gibt es Fehlentwicklungen, Sackgassen. Aber die Dinosaurier waren nichts anderes. Und die Riesenlibellen und die Wälder aus Schachtelhalmen in der Vorzeit. Von der Erde sind sie längst abgeschrieben, Olafsson. Ihre Station wird geführt als Sperrgebiet, als verseuchtes Objekt. Das sind die Angaben meiner Bodenstation. Tarnung, Kostak. Tarnung. Um uns zu schützen. Um uns Konkurrenten und Angreifer vom Leib zu halten. Ja, da glauben Sie dran. Aber auf der Erde gibt für Ihren gentechnischen Zauber niemand mehr einen Pfennig. Ich mache weiter, Kostak. Auf Ihr kleines privates Schicksal darf ich bei einer solchen Aufgabe keine Rücksicht nehmen. Nehme auf mein persönliches Glück auch keine Rücksicht. Ich habe mein Leben. Darf ich vorstellen? Ihre Fehlentwicklung. N13 mit Gruppe! N10-3 mit Gruppe!
Nicht viel Verlass auf ihre Klone. Eher auf diese Wesen. Aber die helfen uns. Macht mir die Fesseln ab. Hier ist ihre Waffe. Sie sind verrückt. Sie kommen nie von Krabs Island weg. Ihr Raumschiff ist defekt. Ja, das lassen Sie meine Sorge sein. Los, wir müssen Berlini finden. Und ihr behaltet Olafsen im Auge. Ja, gut. Ihr bleibt hier. Die übrigen gehen mit Kostak. Jetzt bleibst du immer hier bei mir, Bellini. Mario, nicht wahr? Ich bin so müde. Aber ich muss Kostak suchen. Ach, lass doch deinen Kostak. Den hast du doch 7 Jahre lang um dich gehabt. Und mich hast du erst seit ein paar Stunden. Ach, Sphinx. Bellini! Er sucht mich. Lass ihn doch. Costa! Ruhig, Bellini. Du bleibst ruhig. Du kannst doch... Doch. Costa! Sieh dir meine Pranke an. Ich kann mit ihr auch anderes als streicheln. Sphinx. Es ist mir ernst. Ich muss zu Kostak. Bellini! Hier, Kostak! Siehst du? Bitte, wenn du mich ein bisschen gern gehabt hast. Bitte. Wo bist du? Ich komme! Es muss sein. Warte. Eine Perle. Eine Träne. Sie brauchen sich nicht so zu eilen. Ihr Raumschiff wird von uns kontrolliert. Niemand hat es betreten. Wir haben Sie befreit und wir haben uns selbst befreit. Jetzt steht uns die Welt offen. Wirft euch gegen die Luke! Sie betrügen uns! Lasst sie nicht entkommen! Sie lassen uns zurück! Sie fliegen ohne uns! Startautomatik, Bellini. Aber wieso? Das Schiff ist doch... Ach was, die Kontrollgeräte waren defekt. Das war der letzte Funkspruch von der Erde. Die hatten alles durchgecheckt. Circuit 1. Circuit 1 okay. Circuit 2. Circuit 2 okay. Circuit 3. Circuit 3 okay. Circuit 4. Circuit 4 okay. Was hast du denn da, Bellini? Eine Träne des Sphinx. Diese Perlmuttfrüchte? Als ich von ihr Abschied genommen habe, da hat sie geweint. Das ist eine Träne des Sphinx. Spinner. Die Tränen des Sphinx. Hörspiel von Hermann Ebeling. Die Rollen und ihre Sprecher waren Jo Kostak, Christian Brückner. Mario Bellini, Hans-Georg Panschak. Sphinx, Ilona Wiedem. Olafsen, Berthold Tötzke. Geklonte, Babette Winter und Rainer Bock. Vogelköpfe, Pia Podgornik und Helmut Zuber. Ein Robby, Markus Hoffmann. Ton und Technik, Jochen Brandhoff und Ingrid Lederer. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.